Sag mal, wie naiv seid ihr eigentlich? Das ist doch der Konkurrenzfirma Wursch, die dich angezeigt hat. Es geht um Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht. Und meinst du, deren Anwalt lässt sich in Entschuldigung bezahlen? Ey, wenn das wirklich vor Gericht landet, dann bin ich am Arsch. Wer will denn eine Agentur, die auf die simpelsten Dinge nicht achtet? Told you so, Ninny. Die Sache mit Anna damals, da hast du einfach nicht aufgepasst. So ein Shitstorm kann jederzeit wieder irgendjemand in der Agentur treffen. Komm schon, Junge, komm schon, denk nach, denk nach, denk nach. Lösung, Lösung. Sydney, ich habe schlechte Neuigkeiten. Also schlechte Neuigkeiten vom Anwalt der Konkurrenz. Sie wollen es nicht bei einer einmaligen Verwarnung lassen, sondern Vergleiche anziehen. Das heißt 15.000 Euro oder wir klären es gerichtlich. 15.000 Euro. Okay, scheiße. Die schüttel ich mir natürlich jetzt auch nicht einfach so aus dem Ärmel, aber definitiv besser als eine Gerichtsverhandlung, würde ich mal sagen. Wir haben hier unseren Ruf zu bewahren. Das geht mir definitiv vor. Heißt? Lass mich darüber nachdenken. Lea. Ja? Noch einen Kaffee? Findest du, ich bin ein schlechter Mensch? Ja. Ja und nochmals ja. Du willst einfach mehr vom Leben als andere und das macht Anna manchmal Angst, weißt du? Und wieder andere hätten gerne mehr vom Leben gehabt. Ja, genau. Das kann schon sein. Aber ich mach das ja nicht alles für mich. Ich mach das doch, dass das alles hier funktioniert. Die Agentur, der Lifestyle, das Cash. Oder was meinst du? Ja, schon. Ja, aber wem erzähle ich das denn auch? Nini zum Beispiel. Die denkt kein Zentimeter mit. Die hat das Business überhaupt nicht verstanden und macht mit ihrer Naivität viel mehr kaputt, als sie einbringt. Und Joanna? Ich reiß mir den Arsch auf für Joanna. Ich ziehe ein Deal an Land nach dem anderen. Ich trinke 120 Kaffee am Tag. Schlaf kaum. Und sie lässt mich hängen. Und geht lieber Nüsse rösten bei ihrem Vater. Dabei habe ich mehr Zeit mit ihr verbracht als irgendwer aus ihrer Familie da. Ich habe mich um sie gekümmert. Ich habe ihr Taschengeld bezahlt. Ich habe ihr Händchen gehalten die ganze Zeit. Sie an perverse Kunden verkauft, sie gegen ihren Willen zum Sexsymbol gemacht. Die bittere Wahrheit schönzureden beruhigt scheinbar auch das eigene Gewissen. Aber hast du das auch schon mal angesprochen? Mal angesprochen? Das mache ich gefühlt jeden Tag. Jetzt lass mich doch mal ganz kurz ausreden. Sydney, du hast ein unglaubliches Talent dafür, clevere und unkonventionelle Lösungen zu finden. Deshalb läuft auch die Agentur so gut. Neider würden vielleicht sagen, das ist prollig und dreist, aber das Talent gehört zu dir und du brauchst es auch in diesem harten Business. Also nutz das, klär das mit Nini und sprich an, wie viel du für Joanna tust. Aber nicht bei Joanna. Sondern bei Hashim. Jack, Pot. Was machst du da? Was soll das? Also, ich saß bis gerade eben noch in der Agentur und habe überlegt, wie Sydney am besten verklicke, dass jetzt Feierabend machen will. Aber habe dann einen wichtigen FaceTime-Anruf bekommen und musste doch noch bleiben. Ich wollte schlafen, ey. Klar.
Und Sydney kam gerade zu mir, hat mir sein Auto geschenkt, mir einen Kuss auf die Stirn gegeben und meinte dann, geh, Kind, geh, wohin der Wind dich trägt. Jetzt fuck mich nicht ab. Ah, und er hat mir noch sein ganzes Geld geschickt. Und seine Uhr. Also soll ich dich abholen, wir machen eine kleine Spritztour und geben sein ganzes Geld aus? Hör auf mit dem Scheiß. Willst du vorbeikommen, ein bisschen zocken? Ist deine Freundin nicht da? Meine was? Das war nur ein... Ich bin jung und ungebunden. Die einzige Beziehung, die ich pflege, ist die zu meiner... Mit deiner linken Hand? Haha. Ist es genug? Na gut, bis gleich. Bis gleich. Sydney, Sydney, welchen perfiden Plan verfolgst du jetzt schon wieder? Das würden Sie wirklich tun, oder? Zugegeben, meine Maßnahme ist etwas drastisch. Das ist Erpressung, schlicht und einfach. Also so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ehrlich gesagt möchte ich eigentlich nur verhindern, dass das Foto Ihrer Tochter in ganz falsche Hände gerät. Momentan ist noch alles unter Kontrolle. Aber wenn man nicht aufpasst, dann kann das ganz schnell nach hinten losgehen. Erst ganz Deutschland, dann Holland, Frankreich und dann der Kosovo. Und ruckzuck hat man so ein internationales Ding am Hals. Und dann kann ich euch nicht mehr weiterhelfen. Sie sind ein... Wenn Joanna bei mir ist, dann kann ich auf sie aufpassen. Ich habe ein großes Netzwerk und gute Kontakte. Mittel und Wege, um so eine Katastrophe zu verhindern. Aber nur... wenn sie in meiner Nähe ist. Verschwinden Sie. Sie werden schon das Richtige tun. Reden Sie mit Joanna. Sie will singen? Sie muss singen. Nach wie vor. Zwei Männer, die Entscheidungen über Joannas Kopf hinweg treffen. Doch wie kann man nur einen Herzpatienten am Krankenbett derart erpressen? Maybe you don't like talking too much about yourself. But you should have told me that you were thinking about someone else. Drunk at a party or maybe it's just the... So, also das Problem ist jetzt gelöst. Jetzt widmen wir uns doch mal dem Zweiten. I know you like this. When shit don't go your way, you need it. Sehr fleischmäßig, aber echt lecker. Na, da haben wir es doch. Ich liebe euch, dich und Baba. Ich würde alles für euch tun, wirklich. Und manchmal denke ich mir, ich würde einfach von heute auf morgen einfach kein Interesse mehr an der Musik haben. Und dann alle die, einfach so, zack, weg. Dann hätte ich auch diesen scheiß Kopffick nicht die ganze Zeit. Ich könnte einfach hier in diesem Laden stehen, türkischen Honig machen. Ich würde irgendwann mal einen kennenlernen, der mir gefällt. Muss jetzt auch nicht wahre Liebe sein und dann heiraten wir irgendwann und that's it. Einfach ganz easy. So wie du. Sorry. Du weißt, wie ich das meine. Also, Musik ist ständig in meinem Kopf. Es ist so, als wär's so eine Sucht. Und als ich da in Pacos Bar auf der Bühne stand, da hat sich einfach alles so in Ordnung gefühlt, so als müsste es genau so sein, weißt du? Und jetzt nach diesem Nacktfoto wird das Papa niemals verstehen. Hallo, Papa? Was? Wie meinst du das? Okay.
da so rumgehst. Okay. Das sieht auch nicht so ganz. Ach, shit. Gar nichts mehr. Scheiße. Scheiße, der kommt gleich. Scheiße. Und wenn du da hinten lang gehst? Heiß aus. Zocken ist auf jeden Fall das Beste, um wieder runterzukommen. Du hast ja eine ganz gute andere Alternative gefunden. Wir reden da nicht mehr drüber, okay? Pinky und Brain Ehrenkodex. Pinky ist tot, erinnerst du dich? Ja, egal. Hauptsache, wir reden nicht mehr über meine linke Hand. Linkshänder. Das muss ich ja jetzt nicht unbedingt aussprechen, aber cool, cool. Meine rechte Hand brauche ich nur, um dich fertig zu machen. In jedem Game, an jedem Ort, zu jeder Zeit. Das weißt du auch. Du bist so ein unfassbarer Lügner. Du könntest mit deiner Lernversprecherung schon fast Konkurrenz für Sydney sein. Das tat weh. Dafür gibt's nur eine Lösung. Hat die vielleicht auch irgendwas mit deiner starken Hand zu tun? Nein, Wrestling. Und der Verlierer ist die Scheiße von Yoshi. Alles klar? Oh, okay. Okay. Ich mach die Beine. Ich hab dich. Gewonnen. Ich hoffe, du hast Appetit mitgebracht. Lea, Anton, aus. Aus. Ey Leute, kommt jetzt endlich. Das Essen ist fertig und Nini braucht ein paar gute Vibes. Gönnst du nicht? Oder gönnst du nicht, Bro? Los. Meinst du, Damian meint die Hundekacke, die du gleich essen darfst? Hör auf. Vielleicht klappt's nächstes Mal. Next time, maybe. Ich habe mit Sydney geredet und er denkt, dass eine Entschuldigung wohl nicht reicht, um die Anklage fallen zu lassen. Ich habe mir doch gar nichts dabei gedacht gehabt. Wenn man vom Teufel spricht. Hey Sydney, gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Ich habe dir die Anzeige vom Hals geschafft. Du hast in der Caption fleischähnlich, aber lecker geschrieben. Was du da gemacht hast, ist keine durchweg positive Werbeformulierung. Und da der Vertrag noch nicht unterschrieben ist und die Würstchen deshalb als nicht durchweg positiv bewertete Gratisprobe gelten, wird das Ganze vor Gericht keinen Bestand haben. Das hat der Anwalt eingesehen und die Anzeige fallen gelassen. Kommt nie wieder vor, versprochen, Sydney. Danke, danke, danke. Nicht dafür. Aber ich weiß halt, wie mein Job funktioniert. Ciao. Geil ist das denn? Aber ich hab's ja doch gesagt. Es wird schon. Das war echt cool von Sydney, dass er es geklärt hat. Also, wenn man es genau nimmt, dann hat er einfach nur seinen Job gemacht. Naja, eigentlich ist Sydney nicht so ein schlechter Typ. Sogar mein Vater hat mir gesagt, ich soll wieder zu ihm zurückgehen. Keine Ahnung, irgendwie habe ich schon so das Gefühl, dass ich diese zweite Chance richtig nutzen muss. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass du wieder da bist. Ich freue mich auch, Bro. Das ist doch alles wirklich herzergreifend schön, oder? Zeit für den Bösewicht der Geschichte, sich einzumischen. What the fuck? Kann mir mal jemand sagen, was hier gerade passiert ist? Ich bin passiert. Wird dir mal Zeit, dass ich wieder aktiv mitspiele? Ich kann dir sagen, was abgeht. Ich wurde auf Annes Profil verlinkt. Ich auch. Influencer-Beziehung fake. Alles eine Lüge. Und ihr könnt mich alle am Arsch lecken. Influencerin provoziert Vater mit Nacktfoto. Herzinfarkt. Ach, krass. Die Kennenlernphase ist vorbei. Ab jetzt zerstöre ich euch.